Video sehen wir uns an, wie machen wir mit WPF und MVVM das Thema, wenn wir periodische Updates machen müssen. Zum Beispiel, weil wir von einem Webserver oder einer REST API oder einer Datenbank oder irgendwoher immer wieder periodisch nach Änderungen abfragen müssen. Wie können wir das machen? Wie machen wir das im MVVM-Style und wo müssen wir vielleicht aufpassen? Also, gehen wir es los. Als erstes machen wir uns mal ein paar kleine Ordner hier im Projekt, einfach wo wir entsprechend die Klassen reingeben, wie zum Beispiel Services. Darin werden wir diesen einen Fake-Service machen, der uns die Daten liefert. Wir machen einen Ordner Models und natürlich gerne auch den Ordner View Models. So, und jetzt werden wir in Models mal eine Klasse machen. Diese Klasse nennen wir Remote Parameter. Ja, das ist das, was wir nachher bekommen werden. Remote Parameter. Yep. So, die Klasse machen wir public und da geben wir ein paar Sachen rein. Wir geben rein String Name, getSet und wir geben rein Int Value, getSet. Und ja, jetzt brauchen wir noch einen Service, der uns sozusagen die Werte liefert, ja, der uns dieses einfach simuliert, Remote Service. Der würde jetzt zum Beispiel eben auf einen Webserver gehen oder irgendwo hin und würde von dort Daten holen. Wir machen nichts anderes, als dass wir uns hier Fake-Daten generieren. Kleinen Seed mit an, das können wir uns ersparen und hier können wir noch read only dazu schreiben. So, jetzt aber. So, und jetzt machen wir uns einen Task natürlich, Remote Parameter. Sowas würde ja asynchron passieren. Get new data async. Async. String name. Und dann sagen wir, okay, wir geben hier jetzt einfach nur Simulation aus, simulate return task from result und geben zurück einen new remote Parameter mit name ist gleich name. So, mit name ist gleich den Namen, den wir bekommen und den value machen wir einfach einen random.next, irgendeinen Wert zwischen 1 und 1000. So, also wie gesagt, der würde jetzt zum Beispiel einen Web-Request machen und von dort entsprechend die Werte holen. Das wird uns das jetzt entsprechend simulieren. Gut, brauchen wir noch ein View-Model, in dem wir das dann auch entsprechend verwenden wollen und dann kommen wir vielleicht schon auf das eine oder andere kleine Hoppala drauf. So, wir machen hier ein Main-Window-View-Model. Dieses View-Model bekommt eine Observable Collection von diesen Remote-Parametern, Parameter-List, get-private-set, ja, ist gleich new. So, diese Observable Collection hat jetzt hier Remote-Parameter. Jetzt kann man sagen, okay, im Sinne von der Trennung von den Models, die hinten in der hinteren Service-Ebene sind und die Models, die aber vorne angezeigt werden in der UI. Wenn wir das trennen wollen, dann würden wir hier eine andere Klasse machen, eine Lokal-Parameter oder so in der Art und könnten dann eben, wenn wir die Werte holen, umwandeln in solche Lokal-Parameter und anschließend könnten wir diese einfach entsprechend binden in der UI. Ja, wer damit für wen es in Ordnung ist, dass wir hier Daten vom Service hinten direkt in die UI binden, da kann man es natürlich so lassen. So, parameterlist.add, geben wir mal drei Parameter an, new mit name ist gleich Parameter 1. Ja, machen wir es gleich mit 2 und 3. So.
drei Parameter, das reicht schon. Also im Konstruktor initialisieren wir diese Liste mal. Werte gibt es noch keine. So, für die Werte machen wir eine Methode asynctas start periodic action async. Ja, asynchron brauchen wir einen cancellation token. Cancellation token. Token ist gleich default. Ja, hier wollen wir eine, wie soll ich sagen, hier wollen wir das machen, dass wir eben die Daten holen vom Service hinten. Und zwar periodisch. While not token is cancellation requested. In dem Fall müssen wir oder wollen wir natürlich abbrechen. Und wir wollen ja jetzt periodisch das machen, also alle 1, 2, 3, 4 Sekunden wollen wir etwas machen. Das heißt, wie können wir jetzt zum Beispiel 4 Sekunden warten? Dazu nehmen wir einfach einen read-only periodic timer. Timer ist gleich new. Der bekommt einen Timespan mit, sagen wir, einer Sekunde. Ja, und dieser Timer, den können wir entsprechend sagen. Und await timer.wait for next tick async. Bekommt ebenfalls den Token, damit wir nicht auf jeden Fall eine Sekunde warten müssen, wenn wir zum Beispiel die Applikation schließen. Und wenn wir die Applikation schließen, dann soll natürlich auch dieser Cancellation Token gesetzt werden und dann soll dieses Ganze hier sofort abbrechen. Dieser Timer mit Await, der blockiert sozusagen, also nicht direkt den Thread, aber der wird erst liefern und True liefern, wenn diese Zeit abgelaufen ist. So, und jetzt können wir hergehen und können sagen, int i gleich 0 i kleiner Parameterlist.length Parameterlist.length ups, nicht, no, count natürlich i++. Ja, und jetzt wollen wir jeden Parameter hier entsprechend aktualisieren, indem wir neue Werte holen. Ja, wir sagen int value ist gleich await. Wir brauchen noch unseren Service, den wir verwenden wollen. Read-only remote service. Service ist gleich new. So, service. Get new data async. Ja, und hier geben wir eben den entsprechenden Parameternamen mit. Parameterlist an der Stelle i. Ups. Ups, was jetzt? So. .name. Also, wir haben ja hier einen Parameter. Remote Parameter, Parameter ist gleich das. So. Das ist jetzt der entsprechende neue Parameter, der kommt. Und jetzt müssen wir die Parameterliste aktualisieren. Also Parameterlist an der Stelle i ist gleich new. Remote Parameter machen wir es gleich so. Oder ist gleich Parameter. So. Gut. Soweit so einfach. Kleine Problemchen hat diese Implementierung allerdings. Ja, aber machen wir mal das entsprechende UI. Dazu brauchen wir natürlich hier in der UI irgendwas zum Anzeigen. Und das Zweite, was wir brauchen natürlich unser Viewmodel, dass das verwendet wird. Also window.datacontext und hier machen wir unser Viewmodel. Dazu brauchen wir vielleicht noch den Namespace, XML Namespace, VM als kurz und hier machen wir einen CLR Namespace, CLR Namespace, Viewmodel suchen wir so. So, diesen Namespace, da ist das Viewmodel drin, also VM, Doppelpunkt, dieses Viewmodel wollen wir als Delta-Kontext haben, damit das auch entsprechend funktioniert. So, ja, integriert, was geben wir rein? Eine Listbox einfach mal. Item Source ist Binding, die Parameterliste. So, und dann machen wir ein Listbox Item Template. In diesem Item Template natürlich ein Data Template, hier ein Stack Panel. Und in diesen Stack Panel geben wir rein zwei Textblöcke, einen Textblock mit
text binding binding name und wir geben rein einen Textblock mit text ist gleich binding value. Value. So. Ah, hier fehlt ein Anführungszeichen. Jetzt aber. So. Gleich mal kompilieren zwischendurch. Gut, wir machen hier eine entsprechende Listbox. Wir sehen hier Parameter 1, 2, 3. Wunderbar, soweit, so gut. Wir haben gesagt, wenn wir die Applikation schließen, dann soll im Endeffekt diese Periodic Action sozusagen abgebrochen werden. Natürlich müssen wir diese aber auch irgendwo starten. Und zwar wollen wir diese vielleicht nicht hier über den Konstruktor starten, sondern erst wirklich, wenn die Seite geladen wurde. Das zweite, was wir brauchen, hier wird das natürlich in einem entsprechenden Task ausgeführt. Und in diesem Task haben wir unter Umständen ein Problem, dass wir Elemente, UI-Elemente aktualisieren. Das heißt, was wir hier brauchen, ist ein entsprechender Dispatcher. Und zwar der Dispatcher, den er verwenden soll, um die Elemente zu aktualisieren. Das heißt, wir brauchen hier Dispatcher. Ja, wir brauchen den Dispatcher zum richtigen, ja, zum UI-Thread sozusagen. So, und jetzt machen wir hier await this, wo wir das aktualisieren, await dispatcher.invoke. Ja, und wir wollen hier eine asynchrone Methode haben, damit await da drinnen funktioniert. Und wir schupfen das hier rein. Ja, der Dispatcher, der ist eben dazu da, dass wenn wir hier die Parameterliste aktualisieren, dass die Observable Collection, die aber an die UI gebunden ist, auch wirklich aktualisiert wird über den entsprechenden UI-Thread, damit wir hier damit wir die UI aktualisieren können. Gut, dann brauchen wir noch, die Methode müssen wir natürlich irgendwo starten, ja, und zwar irgendwo zum Beispiel im, ja, wenn das geladen ist oder aus dem Viewmodel raus. Und jetzt brauchen wir hier natürlich den Dispatcher auch entsprechend. Das heißt, wir schauen uns einmal das Code-Behind-File an von Main Window, denn diesmal brauchen wir das Code-Behind-File aus zweierlei Gründen. Erstens, wir machen uns mal hier ein Main Window View Model. View Model. Das ist einfach Main Window View Model. Data Context. Das ist nur eine kleine Komfortgeschichte. So, jetzt sagen wir mal, okay, Ergebnis ist uns egal. View Model. Start Periodic Action. Und hier brauchen wir den entsprechenden Dispatcher, also App. .current.dispatcher. Und dann wollen wir das hier auch abbrechen können. Ja, und zwar, wenn wir das Fenster schließen, wollen wir diese Aufgaben abbrechen können. Dazu brauchen wir einen Cancellation Token, beziehungsweise ja, zu Task Cancellation gibt es ja schon ein Video. Wir brauchen hier eine Cancellation Token Source. Source ist gleich new. Ja, und sagen hier source.token. Und wenn wir das Fenster schließen, das heißt, wir brauchen hier in diesem Fall ein onClose, closing, ja, machen wir ein new window closing event handler, dann haben wir jetzt hier. Und wenn hier das closing ist, dann passiert Folgendes, wir sagen cancellation token source, also src.cancel. Ah, wir könnten auch onClosing überschreiben, kommt das gleiche raus. Also, wenn das Fenster geschlossen wird, machen wir Cancel. Das ist natürlich ein Event dieses Fensters. Und ja, wir könnten das Canceln, Cancel Periodic Action auch natürlich da drinnen machen und drinnen den Cancellation Token verwalten. Und hier einfach vom View Model, Stop Periodic Action aufrufen und diese Stop Periodic Action würde nichts anderes machen als den entsprechenden Token canceln. Ja, drum stecken kann man es, wie hier gezeigt, auch hier machen. Aber wichtig ist, wir brauchen hier den entsprechenden Dispatcher, den aktuellen der App und wir müssen uns um das Canceling auf jeden Fall kümmern, denn ansonsten
würde uns unser im Viewmodel hier dieser Timer Dance Rep blockieren und wir müssen entsprechend warten, je nachdem wie lange wir hier eingestellt haben. Gut, probieren wir das mal aus, ob es auch wirklich funktioniert. So, hier ist's und hier werden die Werte lustig aktualisiert, immer wieder. Also wie gesagt, das ist nur eine schematische Darstellung, wie kann man so etwas lösen, wenn man eben periodisch Daten von einer Datenbank holen muss oder periodisch Daten von einem Service holen muss. Ob das hier eine gute Idee ist oder keine gute Idee zum Thema Laufzeit, also die Antwort ist eigentlich relativ klar, dass ich hier jeden einzelnen Parameter abfrage, das ist natürlich eine andere Geschichte, ja. Man wird häufig natürlich mehr, so viel als möglich mit einem Wisch machen. Na gut, in diesem Sinn mal viel Spaß beim Ausprobieren.